Hi, falls du mich noch nicht kennst, ich heiße Stas. Gemeinsam mit meinen Freunden, Bekannten, Sponsoren, Zuschauern haben wir ein BMW E36 Coupé umgebaut und sind mit diesem Auto dann zum BMW-Syndikat Asphaltfieber gefahren. Wir haben dort dieses Fahrzeug präsentiert, wir haben beim Viertelmeilenrennen mitgemacht und was danach passiert ist, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Mach mal Burnout, haben die gesagt. Mach mal Burnout, das macht Spaß. Jetzt ist das Auto kaputt. Wir müssen jetzt gucken, was los ist. Auf jeden Fall hat sich etwas verabschiedet an der Hinterachse. Ja, ist doch gut. Auf jeden Fall hat sich etwas an der Hinterachse verabschiedet und das macht überhaupt keinen Spaß. Also Burnout, ich habe vielleicht 10 Versuche gemacht. Und seitdem klackert etwas extrem an der Hinterachse. Hoffentlich ist das nur die Hardyscheibe, aber die Geräusche, ich glaube, es ist etwas Schlimmeres. Vielleicht Differential oder Antriebswelle, müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, ich bin jetzt beim Kevin, Kfz-Koch. Kommt übrigens vorbei. So. Schrauben anzuziehen hast du wahrscheinlich wieder vergessen. Du weißt doch, ich ziehe immer 2 von 4 Schrauben an. Also 2 müssen ja halten. Aber du hast gemerkt, dass da was nicht stimmt, oder? Ja. Etwas Mechanisches, wahrscheinlich hinten. Ja. Hoffentlich liegt das nicht am Differential, weil das ist nämlich sein Diff, was ich jetzt drin habe. Fuck, die Hardyscheibe sieht gut aus. Das ist schlecht. Das heißt, das ist was anderes. Hä? Lowrider. Kriegt der wieder Angst, der Kleine. Du weißt schon, was ich von dieser Höhe halte. Ja. Und von dieser wackeligen Konstruktion. So, so fährt er auch ab und zu übrigens. Ist okay so? Ist okay. Fühlst du dich gut da oben? Ist okay. Machst du bitte an, machst den ersten Gang mal rein und lässt immer die Kupplung aus ein bisschen springen. Ja? Zieh mir die Handbremse ein bisschen ab. Ja? Mach jetzt mal. Also so nicht ganz gehen lassen, nur so anfahren, weißt du so. Hörst du es nicht, gell? Doch, es klackert hier. Also hier im Innenraum klackert es. Und? Gibt's schon ein Urteil? Nein. Beim Rückwärtsgang genau dasselbe, gell? Mhm. Schöne Aussicht hier oben. Ja, jetzt nicht mehr. Irgendwas passiert da unten. Während Kevin da unten schraubt, erzähle ich euch eine kleine Geschichte zu dieser weißen Stoßstange. Sie wurde nämlich von einem Igel auf dem Weg zu BMW-Syndikat ein bisschen penetriert. Der mittlere Teil ist komplett rausgeflogen, genauso wie der Igel. Der hat dann so ein Salto Mortale gemacht. So, das ist so ein indisches Salto, vorwärts und rückwärts in der Luft auf einmal. Genauso wie das Gitter von der Stoßstange. Und was haben wir daraus gelernt? Diese Lippe da unten, sie hat auch eine tragende Funktion. Das ist wirklich eine tragende Konstruktion. Denn ohne diese Lippe wäre nämlich das komplette untere Teil abgerissen. Oder? Ja, gib mir mal bitte die Kamera. Wofür denn? Hast du was gefunden? Gib mal bitte her. So, also folgendes. Das passiert, wenn der Stas selber schraubt. Ne? Ich habe vorher noch nichts gemacht. Lava. Ne? Was hab ich denn gemacht? Hat mal wieder versucht, eine Schraube festzuziehen. Aber ja, wie man sieht, ist die ziemlich lose. Das kann mir nicht wahr sein. Ne? Der meckert schon da oben im Auto, aber das ist halt einfach... Nummer war. Welche denn? Hätte natürlich auch in die Hose gehen können, ne? Ich will runter. Welche Schraube denn? Hier hast du deine Kamera wieder.
Ohne Scheiß? Ist was losgeschnitten? Ich bin der wahre Pusher Nummer 1 in Deutschland. Gewesen zumindest. Jetzt habe ich mein Zertifikat abgegeben, indem ich hier die ganzen Kabel und sowas ordentlich gemacht habe. Aber so wie es aussieht, kriege ich meinen Titel zurück. So, mach mal. Achtung! Klackert nicht mehr. Hallo? Ist weg? Ja. Jetzt klackert nichts mehr. Also lag es daran, dass die Schrauben nicht fest waren. Somit war das Problem mit dem Knacken an der Hinterachse, mit diesen richtigen Schlägen an der Hinterachse gelöst. Ich war froh, dass es nicht so teuer war, nur die Schrauben festziehen. Und zwischenzeitlich habe ich ja ein anderes Steuergerät eingebaut. Momentan fahre ich das KDFI 1.4. Der Wladimir von der K-Performance hat mir die Vorzündung schon eingestellt. Somit wollte ich nach 2000 Kilometer Laufleistung die Zündkerzen austauschen und gucken, wie diese Zündkerzen aussehen. Insgesamt haben sie jetzt 10.000 Kilometer geschafft und ich bin gespannt, wie diese Zündkerzen aussehen. Selbstverständlich werde ich die jetzt erneuern. Zündspulen sind jetzt abgeklemmt und ich empfehle euch auf jeden Fall, die Zündspulen mal zu markieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist bei uns hier der Fall. Somit können wir auch sicher sein, dass die richtigen Zündspulen auch auf ihrem Platz wieder landen. Also, die Zündspulen raus und da ist schon mal unsere Zündkerze. So Leute, die erste Zündkerze ist draußen. Das ist die NGKR BKR 6EK. Die hier kommen auch wieder in den E36 rein. Ich habe es nämlich nach Teilenummer bestellt, also das sind schon die richtigen. Auf dem ersten Blick ist die nicht komplett fertig, aber an der keramischen Beschichtung hier unten ist die ein bisschen dunkel geworden. Also komplett fertig ist die nicht, aber sieht nicht mehr so gut aus. Und ich bin gespannt, wie die anderen Zündkerzen aussehen. Hier sind unsere ausgebauten Zündkerzen. Ich habe sie so geordnet, wie die eingebaut waren, vom ersten bis zum sechsten Zylinder. Und dann kann man ganz klar sehen, dass die dritte und vierte Zündkerze ziemlich braun geworden sind in dem Bereich. Außerdem sind alle sechs Zündkerzen feucht in diesem Bereich hier. Ich gehe davon aus, dass meine Softwareprogrammierung im Moment viel zu fett eingestellt ist. Somit müssen wir etwas an der Vorzündung ändern und auch an der Spritversorgung. Das heißt, der Motor lief bis jetzt viel zu fett. Wenn der Motor mager laufen würde, wäre es noch schlimmer. So ist das noch nicht extrem, aber auch ein zu fetter Lauf ist ziemlich ungesund für einen Motor. Deswegen haben wir jetzt frische Zündkerzen drin und können uns weiter mit der Software befassen. Ich baue jetzt die Zündspulen noch ein. Ach so, ein sehr wichtiger Aspekt ist natürlich, dass die Zündkerzen mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen. Also ich werde meine mit 25 oder 27 Newton festziehen. Was seit letztem Video noch verändert wurde, ist die Geschichte hier. Ich habe den Luftmassenmesser abgeklemmt, den brauche ich jetzt nämlich nicht, denn unser Steuergerät funktioniert jetzt über den Luftdruck, der von der Ansaugbrücke kommt. Das ist im Prinzip mein MAP-Sensor und das Steuergerät entnimmt jetzt nicht vom Luftmassenmesser die Luftmenge, sondern direkt aus der Ansaugbrücke. Die neuen Zündkerzen sind verbaut, das mit dem Unterdruckschlauch habe ich ebenfalls ordentlich gemacht. Hier ein Loch reingebohrt und den Unterdruckschlauch durchgesteckt. Jetzt müsste auch der MAP-Sensor vernünftig funktionieren. Ich checke jetzt nur noch die ganzen Einstellungen bei Tuner Studio und fahre dann eine Runde. Ich habe Folgendes festgestellt. Mit dem MAP-Sensor funktioniert die Vorzündung nicht. Warum auch immer, das weiß ich nicht. Ich habe den Luftmassenmesser wieder angeklemmt und fahre momentan in diesem Zustand. Das mit dem MAP-Sensor muss ich mir noch anschauen, beziehungsweise jemand muss mir dabei helfen. Die Vorzündung anpassen etc. Das ist der aktuelle Stand zum BMW E36. Aber was danach passiert ist, das ist natürlich auch der Hammer. Wir haben den Compi verkauft und haben uns einen BMW E90 zugelegt. Dieses Fahrzeug kennt ihr wahrscheinlich schon von dem vorherigen Video. Und in diesem Video haben wir dann die ganzen Schwächen, diese Kleinigkeiten, die nicht so gut waren beim Kauf, verbessert. Und somit wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Schauen.
Nee, lass uns ganz, ganz von vorne anfangen. Wir haben ja das Auto mit dir gemeinsam gekauft. Du hast dir das Auto angeguckt vor dem Kauf und hast festgestellt, dass er hier ein bisschen sifft, hier in dem Bereich. Das ganze Öl läuft auf den Auspuff. Auf den Auspuff? Ja. Das muss doch so sein ab Werk, oder? Ja, damit es schön riecht innen drin. Genau. Dafür brauchen wir natürlich ein paar Teile. Und diese habe ich hier. Wir haben Teile von Autodoc bekommen. Zack. Was haben wir hier drin? Jede Menge Dichtungen. Oha. Guck mal, wie riesig die ist. Ist das für Kamaz oder was? Das ist die Ventildeckeldichtung für E90. Was? Bitteschön. Was? Muss doch passen hier von der Größe, so ungefähr. Was? Oder meinst du, die passt nicht? Die wird schon passen. Ich habe nach Teilennummer bestellt. Zur Not schneiden wir hier ab. Ein bisschen. Oder wir nehmen die hier. Das ist nämlich die Ölwanddichtung für den E36. Das kommt einmal hier hin. Unser Motto ist, wird schon passen. So, was haben wir noch hier? Ein bisschen Zündkerzen. Die Zündkerzen sind für E39 und E90. Müssen wir mal gucken. Und außerdem haben wir hier einen Luftfilter. Den machen wir auch noch neu. Müsste auch passen. Kommt hier rein. Und das ist das, was wir heute vorhaben. Los geht's. Guck mal, wie deine Kamera steht. Jetzt. Also bei dem Kauf wurde Folgendes gesagt, beziehungsweise es ist Folgendes eingetragen im Checkheft. Luftfilter ist neu, Zündkerzen sind neu, Ölwechsel wurde frisch gemacht, etc. Ne? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr? Also sind die noch gut, theoretisch. Benutzt du eigentlich nie Gummi oder was? Nee. Wie holst du dann sonst raus? Ja. Kannst du drin lassen, theoretisch. Ich rauch nicht, Mann, was soll ich sagen? Ich bin kein Raucher. Weiter geht's. Alles gut. Durch den Mund kommt trotzdem was raus. Ja, was sagst du als Meister? Es ist ja folgendermaßen. Ja. Die könntest du jetzt normalerweise drin lassen. Ja. Weil die noch in Ordnung sind. Ja. Sind natürlich nicht neu, aber sie sind noch in Ordnung. Mhm. Bei BMW ist es so, jeder zweite Ölwechsel müssen Zündkerzen mitgemacht werden. Zweiter oder dritter Ölwechsel, ich weiß es jetzt nicht genau. Müsst ihr im Programm gucken. Echt? Ja. In meinem Fall werden das ja alle 10.000 Kilometer genau. Zündkerzen. Ja. Mhm. Auf jeden Fall, der nächste Ölwechsel ist ja in 10.000 Kilometer. Da will ich die mitmachen. Neun Kerzen. Ja. Gut, dann lassen wir die neuen erstmal draußen. Mit der anderen Inspektion, was da mal fällig ist. Weil okay. Das ist ja nicht nur Zündkerzen fällig, sondern einiges. Verstanden? Mhm. Gut, hört sich gut an. Ich habe hier, also beim E36 sind wir jetzt wieder, ich habe hier so einen schnellen Ölablass, Ventil oder wie auch immer man das nennt. Und hier schließt man einfach so einen Schlauch an und lässt das Öl raus. Und jetzt habe ich den Schlauch vergessen, das ist das Problem. Oder es ist kein Problem, denn wir werden jetzt einfach diesen Fitting hier rausschrauben und das Öl ablassen. Kevin, mein Lieber, erzähl mal. Wir hatten hier zwei abgerissene Schrauben. Da sind die. Die sind schon raus. Alu, die Schrauben. Das heißt, die gehen einfach raus oder was? Weil du hast eine hast du mit der Hand rausgedreht und die andere. Ich habe noch so ein Stückchen rausgeguckt. Die konnte ich mit der Hand rausdrehen und die andere habe ich so rausgekriegt. Aber ging auch lose. Mhm. Das ist nicht so, dass die fressen vom Gewinde her, ja. Sondern die reißen einfach ab, weil das ja als kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm wird und über die Zeit reißen die, weil es wie gesagt nur Alu-Schrauben sind. Mhm. Also nach ob da mal jemand die zu fest gezogen hat oder ob es einfach durchs Alter ist oder was, keine Ahnung. Mhm. Aber ja. Also das ist der Nachteil von N52 schon mal. Somit wissen wir die ersten Schwächen von N52 B25 und ich bin sehr gespannt, wie dieser Motor sich in der Zeit noch zeigen wird. Ich würde sagen, es reicht für dieses Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vergiss nicht, diesem Video einen Daumen hoch dazulassen. Das würde mich freuen. Außerdem vergiss nicht, unseren Online-Shop zu besuchen.
Schreibt fleißig die Kommentare. Ich lese mir alle Kommentare durch. Die meisten Kommentare versuche ich auch zu beantworten. Nochmal vielen Dank für eure Unterstützung und wir sehen uns wie immer in weiteren Videos. Ciao.